Ende August 2017. Weltpremiere des neuen Cayenne auf dem Dach des Porsche Museums. Es ist die dritte Generation des sportlichen Geländewagens. Dr. Wolfgang Porsche, der gesamte Vorstand und die verantwortlichen Macher des neuen Cayenne stellen sich der Motorpresse. Die SUVs sind auf der ganzen Welt erfolgreich. Da können Sie nach China schauen, da können Sie nach Europa schauen oder nach Nordamerika. Und das macht auch gerade die SUVs attraktiv für die Hersteller, weil sie das natürlich mit großen Volumen verbinden können. Und Volumen heißt Umsätze und sicherlich auch Gewinne. 2019 verkaufte Porsche von der mittlerweile großen Cayenne-Palette weltweit über 90.000 Fahrzeuge. Eine geschickte Derivatstrategie mit ständig neuen Modellen und Motorisierungen sorgt für Begehrlichkeiten. Die Idee für den Porsche Cayenne kam bereits Ende der 90er Jahre, 1998, auf. Und das hat natürlich einen Hintergrund. Der wirtschaftliche Turnaround des zuvor angeschlagenen Unternehmens war 1995 erreicht. 96 kam der Boxster auf den Markt, 97 der 911 der Generation 996 und beide Fahrzeuge haben sich blendend verkauft. Porsche war auf Wachstumskurs und Wachstum war im Sportwagensegment jedoch nur noch sehr schwer möglich. Und das Segment der Zukunft, das waren die Sports Utility Vehicle, die Mehrzweck-Geländefahrzeuge, wie man damals gesagt hat. Zu den Anfängen. Mit der ersten SUV-Baureihe hatte Porsche 2002 komplettes Neuland betreten. Es gab Skeptiker im Haus, aber schließlich waren sich alle einig, er soll der sportlichste seiner Klasse werden. Der Porsche Cayenne ist in Kooperation mit Volkswagen entwickelt worden, unter Entwicklungsführerschaft von Porsche. Das heißt, in Weissach im Porsche Entwicklungszentrum gab es eine Mannschaft von 300 Mitarbeitern, 260 davon von Porsche, 40 von Volkswagen. Die Idee war es, das Fahrzeug aus Synergiegründen gemeinsam auf den Markt zu bringen. Als Porsche sehr sportlich positioniert und als Volkswagen preislich darunter mit einer etwas komfortableren Attitüde. 2009 im Winter. So sieht das erste Facelift des Cayenne aus. Der Wagen ist zu diesem Zeitpunkt Porsches Bestseller mit Verkaufszahlen jährlich knapp unter 40.000. Für die Marke Porsche war der Cayenne also so ein richtiger Booster. Er hat das Unternehmen stückzahlmäßig nach vorne gebracht. Das ist nochmal unglaublich profitabler als zuvor geworden. Und die Grenzen des Wachstums, die waren noch lange nicht erreicht. Wir haben ja damals schon ein Stück weit für viele Porsche-Kunden und auch für viele Pressevertreter ein Tabu gebrochen. Porsche, eigentlich der Sportwagenhersteller, bringt jetzt ein SUV auf den Markt. Da hatten viele ein Problem damit. Wir haben aber mit dem Cayenne gezeigt, dass das sehr erfolgreich sein kann und dass auch ein Cayenne, ein relativ großes Fahrzeug, wenn man das jetzt mal an den Außenmaßen festmacht, sich wie ein Sportwagen fahren kann. Und wie ein echter Geländewagen. Vorbereitung für eine Wüstentestfahrt im Orient. Luftdruck runter, damit der Cayenne über den Sand fliegen kann. Test- und Entwicklungsingenieur Jürgen Kern ist sehr erfahren und weiß genau, wie er seinen Turbo durch die riesigen Dünen bewegen muss. Die 500 PS des Turbo machen beeindruckende Fahrmanöver möglich. Der Erfolg der SUVs, darauf würde ich zweigeteilt antworten. Zum einen ist es erstmal der generelle Erfolg weltweit, dass sich die Kunden sicher fühlen in so einem Fahrzeug. Man sitzt etwas höher und darüber hinaus ist es beim SUV auch möglich, das Ganze mit einem sehr attraktiven Design zu verbinden. Für Porsche konkret ist der Erfolg dieses Modells die Verbindung von Sportlichkeit und den Genen des SUVs. All das, was wir im Macan oder im Cayenne implementiert haben, sind Themen, die wir bereits im Motorsport oder in unseren zweitürigen Sportwagen erprobt haben. Und gerade diese Kombination macht auch den Erfolg der Porsche SUVs aus. Genau, da schaut man gerne mal hin. Im Jahr 2013 lief der 500.000. Cayenne im Werk Leipzig vom Band. Die Grundentscheidung, nicht nur reine Sportwagen zu bauen, hat Porsche weltweit in eine andere und hochprofitable Liga katapultiert. Design Center im Porsche-Entwicklungszentrum Weissach. Die dritte Generation des Cayenne wird gezeichnet, modelliert und am Computer entworfen. Die Porsche-Design-Strategie basiert auf zwei Säulen. Das eine ist das Thema Markenidentität und das andere ist Produktidentität. Markenidentität heißt einfach, ich erkenne, dass es ein Porsche ist. Produktidentität, ich erkenne, welcher Porsche es ist.
Wenn wir jetzt durchs Auto durchgehen, von vorne anfangen mit der Front, die Kotflügelausprägung, das ist alles etwas prägnanter geworden. Der Vorgänger hat schon, wie ich finde, eine sehr dynamische Dachlinie gehabt. Aber genau an dem Thema der Dachlinie, an dem Thema der Seitenscheibengrafik haben wir nochmal gearbeitet. Und am Thema Heckleuchtendesign. Hier ging es um mehr als nur gute Erkennbarkeit. Der Hintergrund ist ganz einfach, dass wir mit dem Leuchtenband beim Sportwagen ein neues Element eingeführt haben und sich dieses Designelement dann sozusagen die höheren Weihen erarbeitet hat und Markenidentität Porsche wurde. Frühsommer 2017. Die Entwicklungskarawane für den intern E3 genannten neuen Cayenne zieht durch das heiße Spanien. Beim E3 waren es knapp 3 Jahre, wo wir immer wieder sogenannte Gesamtfahrzeugerprobungen gemacht haben in verschiedenen Klimazonen. Wir waren mehrmals in der Kälte, wir waren in verschiedenen warmen Gegenden und wir hatten auch eine Dünenerprobung. Der Cayenne ist ein Fahrzeug, das legt da die Messlatte recht hoch. Der muss auch nach so einer Schlammschlacht oder nach Tiefschneefahrten muss alles funktionsfähig bleiben. Da muss auch noch ein gewisser Fahrkomfort sein, wenn man im Offroad fährt. Das Fahrzeug muss eine Sicherheit ausstrahlen, eine Ruhe. Ein SUV, der muss das einfach können. Und ein SUV von Porsche muss alles besser können. Was nicht auf der Welt erprobt und getestet wird, passiert hier auf der hauseigenen Erprobungsstrecke in Weissach. Beim Fahrwerk hat sich mit am meisten getan. Die optionale adaptive Luftfederung mit einer Dreikammer-Technologie sorgt tatsächlich dafür, dass sich der neue auf Wunsch wie eine Reiselimousine bewegen lässt. Das Ganze runden wir ab durch ein weiteres Element aus dem 911, der Hinterachslenkung. Die führt auch nochmal dazu, dass das Thema Alltagstauglichkeit noch mal deutlich besser wird. Das heißt, bei langsamen Geschwindigkeiten habe ich einen kleineren Wendekreis, erleichtertes Parken in der Großstadt zum Beispiel. Und bei höheren Geschwindigkeiten habe ich mehr Fahrstabilität im Cayenne. Wenn ich einsteige, das ist der neue Cayenne. Und dort haben wir jetzt eben auch im Instrumentenbereich die 2 Displays mit dem mechanischen Drehzahlmesser in der Mitte und folgt eben auch der Idee dieser touchsensitiven Oberflächen und gibt eine sehr aufgeräumte und moderne Optik. Wir versuchen immer, dem Fahrer und auch dem Beifahrer das Gefühl zu geben, wirklich Teil dieser Maschine zu werden. Ein Beispiel dafür ist die ansteigende Mittelkonsole. Die Tatsache, dass das Instrument, wir nennen es leicht, gecurved ist. Das ist so ein roter Faden, der sich durch alle Baureihen durchzieht. Dichter Straßenverkehr ist Alltag. Moderne Autos kommen ohne Assistenzsysteme nicht mehr aus. Das gilt auch für den neuen Cayenne. Die Angebotsliste ist lang. Assistenzsysteme sind deswegen wichtig, weil einfach die Verkehrsdichte weltweit immer größer wird. Dementsprechend geht es uns darum, den Fahrer bei seiner Fahraufgabe zu entlasten, wenn die Fahraufgabe eben zu einer Belastung führt, das heißt zum Beispiel eine Stausituation. Auf der anderen Seite geht es uns auch darum, Unfälle zu vermeiden. Das gelingt uns eben auch durch Assistenzsysteme. Unsere Philosophie immer, wir wollen den Fahrer unterstützen, aber nicht bevormunden. Die Erfolgsgeschichte des Porsche Cayenne geht weiter. Auch weil die Ingenieure aus Weissach immer wieder einen drauflegen. Neue Antriebskonzepte mit und ohne Hybridtechnologie. Immer höhere Leistung bei weniger Verbrauch und Emissionen. Neue Technologien im Bereich der Konnektivität. Und natürlich, der Fahrspaß ist immer dabei.